zurück auf diesem wunderschönen Kanal. Ja, ich weiß, ich sollte aufhören. Ich mache so viele Videos, sagt sie und hat das andere noch nicht mal hochgeladen. Weil ich es noch nicht schneiden konnte. Das mache ich jetzt noch. Ja, es ist Freitag, meine Lieben. Und für mich geht es heute nach Budapest. Und ich sehe meine Mama in ein paar Stunden. Mama ist bereits auf dem Weg. Und wir treffen uns nachher um kurz nach 4 komme ich an und ich glaube sie auch. Und dann fahren wir zusammen ins Hotel. Und dann haben wir Samstag, Sonntag und Montag fährt Mama dann früh wieder zurück. Jetzt haben wir zwei ganz volle Tage in Budapest zusammen. Freue ich mich ganz doll drauf. Und ja, es ist, ich habe diesmal dazugelernt, es ist 7.43 Uhr, mein Handy liegt hier. Fragt nicht, warum ich um 7.43 Uhr wach bin, wenn um 13.05 Uhr mein Zug geht. Weil mein Körper sich dachte so, ich wache aus dem Traum auf, kurz vor 7 und dann bleiben wir wach. Dachte so, danke. Naja, dann werde ich die Zeit wohl jetzt auch nutzen. Ich muss wenigstens noch ein bisschen was in meinen Koffer packen. So ein paar notwendige Artikel, Klamotten habe ich eigentlich soweit eingepackt. Da muss ich mich noch entscheiden, was ich heute anziehe, weil es soll nicht so warm werden. Heute und morgen ist relativ kühl. Morgen soll es vielleicht sogar regnen. Mal gucken. Ich hoffe es eher nicht. Da will ich nachher nochmal auf die Wetter-App gucken, in der Hoffnung, dass sich was geändert hat. Und ja, dann, wie ich eben gesagt habe, werde ich mein Video jetzt noch schneiden. Ja, ich habe nämlich ein Problem, auch meine Festplatte, wo meine ganzen anderen YouTube-Videos drauf sind, beziehungsweise mein Intro drauf ist, die springt nicht an. Also, die ist schon an, aber wenn ich sie mit dem Computer verbinde, will sie sich nicht verbinden. Ist natürlich mal wieder super, weil ich erst letztens alles da drauf gespeichert habe, was wichtig ist. Und ich mir so denke, wofür mache ich überhaupt Backups, wenn meine ganzen Festplatten denken, sie müssten ihren Arsch hochmachen. Tja. Das ist so das Leitthema im Moment. ich hoffe, sie rippelt sich irgendwann nochmal und ich kann sie vielleicht in die Reparatur schicken, zumindest dass es wieder hergestellt werden kann, ich weiß nicht. Ansonsten könnte ich heulen, weil da sind meine ganzen Fotos drauf, eigentlich alles Wichtige. Da fragt man sich. Dann habe ich herausgefunden, dass mein Computer nur noch bis zum 14. Oktober 25 läuft. Weil Windows 11 rausgekommen ist, weiß jetzt noch nicht, ich bin kein IT-Mensch, also wird es wahrscheinlich schon länger auf dem Markt sein, aber mein Computer wird es nicht unterstützen, weil er ist jetzt bereits 4-5 Jahre und dann zu dem Zeitpunkt 25, dann fast 8 Jahre. Ich meine, das ist für einen Computer echt eine lange Lebenszeit, aber hat mir mal jemand gesagt, wo ich Geld herkriegen soll für einen neuen? Ja, weiß ich nicht. Das heißt dann vielleicht an Geburtstagen doch eher sparen. Gucken, ob man den nochmal verkaufen kann. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so der Stand der Dinge. Wie gesagt, mein Zug fährt um 13.05 Uhr. Ich werde, denke ich mal, so gegen 12 ist das Haus verlassen. Einfach, weil ich auch den Bussen hier nicht vertraue und lieber eine halbe Stunde am Bahnhof warte, als zu spät zu kommen, weil irgendwie in letzter Zeit unsere ganzen Busse entscheiden, sie wollen nicht kommen. Ich glaube, haben irgendwie die Zahlen runtergeschraubt aufgrund von Gaspreisen und der Gaskrise. Und ich meine, wir leben ja alle in derselben Welt. Wir wissen ja alle, was für Krisen wir hier haben. Auch wenn ich nicht sehe, was ein Krieg in der Welt, die gesamte Welt behindert. Aber ich gehe gar nicht in dieses Thema hinein. Aber, ja, genau, jetzt heißt es erstmal wach werden, fertig machen, Bett machen, Sachen packen, Video schneiden, bisschen Chili-Milli. Vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Pharma lernen. Ich bin sogar überlegen, ob ich mein Pharmazeug mitnehme und es im Zug lernen, weil ich habe 2 Stunden 46, die ich mit dem Zug fahre. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen lernen. Zumindest nochmal so ein bisschen durchgehen. Und ja, genau. Das ist es soweit erstmal. Ich will jetzt erstmal wach werden und bis später. Okay. Koffer
gepackt. Der ist nur so halb gepackt unten. Ich habe alles nach unten gepackt, weil eh alles runterfällt. Weil Mama ja dann noch einiges mitbringt. Deswegen nehme ich auch den Riesenkoffer mit. Dann mein kleiner Rucksack da unten. Habe ich auch schon was reingepackt. Und mein Video ist auch gerade noch am Rendern, also am Fertigstellen. Und dann kann ich mal gucken, wie lange es brauchen würde zum Uploaden. Ansonsten, ich bin da am überlegen, ob ich den Computer mitnehme. Ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Ich weiß es nicht, ob ich ihn mitnehmen soll oder nicht. Aber das ist dann so extra schwer. Oh, ist dann so extra schwer, deswegen mal gucken. Ah ja, genau, das, was jetzt so passiert. Und dann werde ich jetzt noch mich schnell, glaube ich, nochmal abduschen. Und genau, dann sehe ich euch später. Ciao, ciao. Guten Morgen aus unserem Hotel. Da ist Mama. Hey, good morning. Ich mache Videos wieder in Deutsch, also du darfst auch wieder auf Deutsch sprechen. Oh, die Mutti darf auf Deutsch sprechen. Yeah. Ja, genau. Also wir sind in unserem Hotelzimmer gestern gut angekommen. Und ich glaube, wir waren beide so gegen 16:30 waren wir beide ungefähr angekommen in Budapest und sind dann in das Hotel. Und ja, ist ganz süß, das Zimmer. Und also der Ausblick ist auch ganz speziell, kann ich euch zeigen. Wunderschön. Und wir haben heute vor, in die Stadt zu gehen. Wir müssen jetzt nur mal ein bisschen gucken. Morgen ist wohl Nationalfeiertag, also einer der Nationalfeiertage. Passt natürlich an dem Wochenende, wo wir in Budapest sind. Das heißt, wir machen heute wahrscheinlich die Sachen, wo wir in Läden müssen und morgen dann die Sachen, wo wir nicht mehr unbedingt in Läden müssen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Müssen wir jetzt mal ein bisschen uns informieren. Und ja, genau, also das ist unser Zimmer. Da ist die Eingangstür, da ist die Mama mit ihrem Schrank, da ist ein Schreibtisch, dann haben wir hier unser Bett, Nachttisch, dann der ganz spezielle Ausblick an die Wand, finden wir ganz toll. Und dann haben wir dann hier meinen Schrank, eine kleine Mini-Küche, hier ist ein Kühlschrank. Ist halt so ein bisschen auch auf Dorm-mäßig gemacht, weil da kannst du hier halt auch einziehen. Für ein paar Monate, das ist Bad. Und da ist halt so eine Dusche, genau. Wir haben zwar noch nicht rausgefunden, wie man das Badlicht auskriegt. Das hat uns nämlich heute Nacht ein bisschen gestört. Aber ja, genau. Wir werden uns jetzt losmachen und genau. Sie noch nie in einem Fahrstuhl gestanden hätten, aber der Fahrstuhl ist schräg, wie Sie sehen können. Und guten Morgen natürlich, heute ist Sonntag. Eigentlich ist es Feiertag, aber wir fahren heute trotzdem in die Stadt und gucken uns mit Hop an Hop auf Bus was an, gell, Mutti? Ja, mein Kind.
Ich bin's wieder aus dem Schnitt. Ja, ich weiß, das wird hier zur Gewohnheit. Ich habe mal wieder vergessen, ein Outro zu drehen. Ich verspreche, im nächsten Vlog vergesse ich es nicht. Ich versuche es. Ich versuche dran zu denken und es nicht zu vergessen. Aber genau, also Budapest war richtig, richtig schön. Wir haben, wie gesagt, am Samstag waren wir so ein bisschen shoppen, waren dann auch im Secondhand-Laden, weil ich unbedingt mal wieder gerne gehen wollte, und haben auch ein paar schöne Sachen bekommen, wie ich im Video auch gezeigt habe. Und wir haben uns halt einfach einen schönen Tag gemacht und haben uns so ein bisschen die Innenstadt angeguckt. Und genau, und am nächsten Tag, am Sonntag, war ja dann einer der vier Nationalfeiertage gibt es hier in Ungarn, und zwar einer davon. Und da haben wir die ganze Sightseeing-Sache gemacht und es war wirklich schön. Wir haben uns ganz viel angeguckt und es war wirklich schön. Also Budapest ist schon mal auch lohnenswert, sich anzugucken. Also es gibt viele schöne Sehenswürdigkeiten, die es echt wert sind. Und genau, das Video ist etwas kürzer. Gut, es war ja, wie gesagt, auch nur übers Wochenende. Am Montag sind wir beide ja schon wieder nach Hause gefahren und wir haben halt die Zeit miteinander viel genossen. Deswegen habe ich so ein bisschen mehr so ein Anschau-Vlog als Anhör-Vlog gemacht, also keine Ahnung, wie man das erklären möchte, aber ich habe es halt mehr so da gemacht, dass man halt sich ein bisschen was angucken kann von Budapest, und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und was ich auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz empfehle oder ganz sehr empfehle, sind diese Hop-on-Hop-off-Busse. Also für alle, die nicht wissen, was das sind halt so Busse in jeder, ja, in jeder großen Stadt eigentlich gibt es sowas. Ich glaube, überwiegend in Europa, weiß ich jetzt nicht, wie weit die sonst noch. Also ich glaube, sie sind kontinental auch ein bisschen mehr ausgestattet. Ich glaube, sie sind auf 5 Kontinenten oder so, mehr als 155 Städte oder so. Ich keine Ahnung, stand auf dem Flyer. Aber da könnt ihr gerne noch mal googeln. Und das gibt es eigentlich meistens in jeder so größeren Stadt. Und die fahren halt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ab und alle wichtigen Touren. Und das ist auch wirklich cool, weil so siehst du in kurzer Zeit halt schon auch einiges. Und du kannst halt ein 24-Stunden-Ticket oder ein 72-Stunden-Ticket, glaube ich, oder ein Wochenend-Ticket. Keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Arten. Und ist das Geld auf jeden Fall wert, weil du kannst halt jederzeit Hop-on und Hop-off machen. Das heißt, du bist jetzt, zum Beispiel, du kannst eine Runde erstmal mitfahren, um dir alles anzugucken, und dann entscheidest du, wo du raus möchtest. Und dann kannst du an jeder Bushaltestelle davon, wo der Bus anhält, aussteigen, und dann kannst du da halt auch wieder zum Beispiel 2 Stunden später in den nächsten Bus einsteigen. Also das ist halt echt cool. Man ist halt nicht nur auf einen einzigen Bus angewiesen, sondern auf ganz viele, und die fahren meistens in Großstädten so alle 20 Minuten. Auch an Feiertagen gut geklappt und war auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und dann sage ich ciao Kakao, wir sehen uns im nächsten Video.